wirklich kochen. Ich habe nichts zum Kochen, meine Nudeln wurden im Hostel geklaut. Guten Morgen, Freunde. So, wir sind jetzt schon aufgestanden. Es ist kurz nach 6. Wir fahren jetzt zu unserer Tour. Dauert 5 Stunden, glaube ich. Um 12 Uhr sollten wir da sein. Heute Abend haben wir auch schon Programm, ein Sundowner Sunset anzuschauen. And what are your expectations for the next few days? I think there'll be insane views and the desert will be really cool. Not something that I've really experienced. Like just sand desert. Beautiful sky, I think. Yeah, beautiful sky. Huge dunes. I'm sure it's going to be very, very cool. Junge, Junge, Junge. Schaut euch mal die geilen Sitze an. Da kann man schon mal ein paar Stunden verbringen. Wir sind ganz hinten. Die besten Plätze natürlich. Und jetzt yalla, Abfahrt. Was habe ich noch nicht erlebt, wie oft ich mir den Kopf angeschlagen habe, weil ich versucht habe zu schlafen. Aber ich zeige euch jetzt hier mal den Parkplatz. Hier gibt es einiges zu sehen. Ich zeige es euch mal. Bruder, oh mein Gott. Wow, nennt mich einfach Ranger. Ich bin der Ranger eures Vertrauens. Wir haben, glaube ich, noch 1,5 Stunden und dann kommen wir an in der Wüste. Bing Bong, ja, euer Mann ist da! Also, wir sind angekommen hier in unserer Lodge, Namib Desert Lodge. Endlich, nach 5 bis 6 Stunden zu der Infrastruktur hier, was mir aufgefallen ist. Du bist hier wirklich in der freien Natur, da ist weit und breit gar nichts. Meint man. Wenn du die Augen genauer aufmachst, dann siehst du, hier gibt es eine relativ gute Infrastruktur. Und hier sind in der freien Natur, sind überall so kleine Lodges. Die sind relativ clever und geschickt gebaut, sodass man die von der Straße aus kaum sieht. Morgen geht es dann nach Sossouvlei. Müsst ihr mal googeln, was da bevorsteht. Wir gehen da mit auf die höchste Sanddüne der Welt. Ansonsten würde ich euch gerne hier unsere Lodge zeigen, weil ich hatte jetzt schon, umso näher hier wir angekommen sind, desto größer ist meine Sorge geworden, dass wir irgendwie in so einem kleinen Zelt landen. Ich wurde überrascht. Also was wir hier geboten bekommen, ist wirklich fast schon so ein kleines 5-Sterne-Hotel. Rezeption. Wir haben es ein bisschen eilig, weil nur in der Rezeption gibt es Internet. Wir wollen dort noch ein bisschen chillen mit dem Internet. Ansonsten werden wir dann in ein paar Minuten abgeholt und dann geht es für uns zum Sunset. Zum Sunset Point. Wir sehen uns. Bis gleich. Okay, so that we are talking about here. We are talking about this bush. Yeah. This bush is called smelling bush. So when it starts to bring those little flowers, it used to give out a bad smell, a very bad smell. Great. That's why it's called a smelling bush. The oryx, when they give birth to these little ones, so you know, like the predators, when they hunt, they smell. So the oryx and the springboks, they used to come hide their little ones here inside for the predators not to smell that little ones until they are a bit older, so they can like try to move and go search for grass.
hoffe, man erkennt die Giraffe. Die chillt da unter dem Baum. Da ist die nächste Giraffe. Ich glaube, das ist eine Babygiraffe. Schaut euch das mal an. Was für eine unendliche Weite. Gerade fühlt sich an wie eine Fahrt in die Freiheit. Wahnsinn, ich rieche die Freiheit. Tolles Gefühl. Okay, also wir sind jetzt beim Sunset angekommen oder beim Sunset Spot angekommen. Schaut euch mal, wie fein der Sand hier ist. Der ist feiner als Zucker. Toll. Sunset is coming. Danke an den ersten Tag, an die Organisation Wandana. Echt gut gemacht, die kümmern sich drum. Anstrengender Tag, sauber zu Ende gebracht. Also wirklich. Top, hat mir gefallen. Ansonsten für uns geht es dann wahrscheinlich wieder zurück ins Zelt. Am Abend denke ich kochen. Ich habe nichts zum Kochen, meine Nudeln wurden im Hostel geklaut. Und ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich morgen wieder in alter Frische. Danke fürs Zuschauen, bis bald. Und es ist 4:30 Uhr. Um 5 Uhr werden wir abgeholt nach Sossus Lake. Heute wird, glaube ich, ein spektakulärer Tag. Es ist schweinekalt. George hält es kaum aus. Ich friere auch. Ansonsten snacke ich noch ein bisschen was. Und dann geht's los. Adios, bis gleich. Höchste Sanddüne in Namibia und da wollen wir jetzt dann rauf gehen. Wow, Leute, was ich jetzt hier schon vor mir habe, ist der Wahnsinn. Pass auf, wir sind unmittelbar vom Big Daddy. Gleich geht's da rauf. Ich und George und noch eine kleine andere Familie und ich zeige euch die jetzt mal. Jetzt passt auf. Weg alleine zur Sanddüne ist ja schon ewig. Wir sind jetzt schon mindestens 500 Meter unterwegs und die Sanddüne ist noch ein bisschen entfernt. Aber wir wollten es so, wir kriegen es so und wir machen es so. Giannis, unstoppable! Okay, tamam, Leute, wir sind jetzt hier genau an der Grenze angekommen. Da oben ist Big Daddy. Ich werde es mittracken, ich mache die Stoppuhr an. George, what do you think, how large is the distance? To the peak? Probably about a kilometer. About 1 kilometer, yeah. Ich denke auch, also er denkt auch 1 kilometer. Ich denke auch 1 kilometer Laufstrecke. Wir werden das dann gleich prüfen. Ansonsten sagen, let's go. Das Lachen ist mir jetzt schon vergangen. Leck mich am Arsch. Der Guide meinte, das sind 3 kilometer. 315 Meter Höhe. Dann schaut mal hier. Von da links sind wir gekommen. Jetzt, wenn du hier runterfällst, in das Loch, dann bist du im Loch. Da muss der ADAC mit dem Helikopter kommen und dich rausfliegen. Da kommst du nie mehr raus. Eigentlich, weil das ist hier eigentlich die Touristenattraktion schlechthin, dass die hier dem Andi so nah roten Teppich ausrollen und man hier relativ leicht hochkommt. Aber jeder Schritt ist ein Schritt des Todes. Und es ist noch so weit, das ist respektlos. Scheiße, was habe ich mir da angetan?
Da ist George. Der schwitzt ordentlich. War am Anfang 100 Meter vor mir, aber jetzt hat er nachgelassen. Ich bin gespannt, ob er es schafft. Es ist gar nicht mehr so weit. Ich glaube, es gab noch keinen Menschen auf der Welt, der, wie heißt er, den Big Daddy, schneller bestiegen hat als ich. Schaut euch mal an die Gruppe da unten. Keine Ahnung, ob man es erkennt. Die Ameisen da. Die sind einfach, das habe ich auch schon gesehen, macht man öfters, einfach von da oben, von der Spitze, hier runtergerannt. Alle runtergeputzelt nacheinander. Und darauf hätte ich auch Bock. Aber ich kann es mit meiner Kamera nicht machen. Es ist nicht mehr weit. Nur noch ein paar Schritte. Dann haben wir es geschafft. Finish. Jetzt haben wir es geschafft. Wow. Okay Leute, wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin oben angekommen. Das waren jetzt ganz genau 1,55 Kilometer. Und ich habe es in ein bisschen mehr als 30 Minuten geschafft. Durch den tiefen Sand zu gehen, heftig. Für die View hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt laufen wir wahrscheinlich runter, da habe ich richtig Bock drauf. Ist mir scheißegal, was mit der Kamera passiert. Und dann geht es schon weiter. Ich war Profi, habe meine zweite Batterie mitgenommen. Habe es aber auf dem Weg hier oben verloren. Deshalb Akku ist fast leer. Mal schauen, wie lange das Video aufnimmt. Wir laufen jetzt runter. Und es läuft sich relativ gut. Gefällt mir. Wow. Oh lecker, aber ist das steil. Oh mein Gott. Oh lecker. Jetzt hat es mir aufs Maul gehauen. Wow, wow, wow. Okay Leute, wir sind zurück vom Trip. War trotzdem sehr anstrengend, nicht nur weil der Hike irgendwie besonders heftig war, sondern der ganze Tag. Die Fahrt ist anstrengend, es scheppert im Auto, es ist laut, die Rückfahrt, das gleiche nochmal 1,5 Stunden. Dann die Sonne zieht die Energie aus dem Körper. Wir sitzen jetzt hier gerade und chillen ein bisschen, genießen noch die Sonne. Es ist kurz nach 3 Uhr, wir brauchen Ruhe. Ich möchte ein bisschen an meinen Tanlines arbeiten, dass ich mich vielleicht ein bisschen in die Sonne lege. Ansonsten wird heute wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Morgen geht es dann weiter. Morgen fahren wir nach Swakopmund. Und da werden dann die nächsten Events geboten. Wird sicherlich cool. Ansonsten sage ich dann bis morgen. Ciao.